Sendung ohne Barrieren. Pfarrerhase, 32, Heuerwehr 33. Ich wohne jetzt sitze bei Dreidling. Sitze bei Dreidling wohne ich. Ein bisschen gedauert, aber habe ich angefangen, das Bilder zu zeichnen. Oder? Bilder, was ich, das Bilder zu zeichnen, habe ich schon verkauft. Ein paar Bilder verkauft, da habe ich immer größer die Bilder. Ja, ich habe viel verkauft, einen Preis habe ich gewonnen sogar. Zuerst habe ich Bilder verkauft und dann habe ich gedacht, wir können Stadtstellung so auch machen. Das war eben eine Idee. Und dann ist es entstanden, die Stadtstellung. Der Roboter, das ist, da ist eine Schatzzentrale, heißt das. Schatzzentrale mit Kabelroboter. Und das gibt es als Serie, habe ich schon gesagt. Das ist ein Kopf vom Schatzzentrale. Heuer wird fertig sein. Wird das dann Foto gemacht, so ein Büchlein kommt rein und dann heuer wird das die Figuren bleiben, weil super beim müssen die auch weg tun, weil die ganzen Kabel wieder ausfallen tun. Ich will nur Roboter machen. Wir sind gerade Atelierraum, da ich vorherkomme, eine Installation machen. Beispiel Kabel einfahren oder Zeichner, Figuren machen. Fritz ist da reden, bei Kunst. Kabel ist auch so gewinnen. Die Bilder, was du machst, sehr gut. Sie kann gut zeichnen. Die von Wölderl, die was zeichnet, die Bilder. Was ich so besonders mag an ihrer Kunst, ist so, es hat so was Archaisches und es zeigt aber für mich in meiner Interpretation sehr viel, worum es geht im Leben, um die Verbindungen, um die Beziehungen, um die Störungen in den Verbindungen. Ja, da kann ich mir ganz viel auslesen und der Frau Plack dann darüber reden zu können, das ist nur mal was, das mag ich einfach auch so gern an Balance, dass man diese Möglichkeit hat, als Mitarbeiterin sehr nahe an Künstlerinnen ranzukommen, sie mit denen austauschen zu können, Fragen stellen zu dürfen und das ist, finde ich, ein Privileg. Das bedeutet, dass er jeder was leisten muss. Um einer zu wohnen. Kunst. Sehr viel. Du gern zeichnen auch. Künstler ist wichtig. Du hast mir ausgegangen, ja? Da steht ein bayerischer Nudelkind und er ist so da gehängt. So da gehängt, du hast Kunst ist schief. Für mich bedeutet das, dass Kunst durchaus auch die Aufgabe hat, nicht nur zu gefallen, sondern uns auch ein Stück zu verstören, uns ein wenig aus der Spur zu bringen, in mir neues Denken anregen zu können oder mich tatsächlich so zu irritieren, dass ich in ganz andere Fahrwasser komme mit meinen Gedanken.
Maria Ponsee ist der einzige Standort von Balance am Land. Wir sind da in der Nähe von Zwentendorf. Und es gibt ein wirklich großes Wohnhaus. Und das, wo wir jetzt sind, das ist die Tagesstruktur. In dem Raum, in dem wir sind, das ist das Atelier Maria Ponsee, wo die Frau Plack arbeitet. Genau. Die Nutzerinnen der Tagesstruktur werden auf vielfältige Art und Weise unterstützt, weil das Besondere an dem Standort ist, dass wir Menschen mit sehr, sehr hohem Unterstützungsbedarf auch körperlich begleiten können. Die Künstlerinnen haben einen Künstlervertrag. Es wird auch dafür gesorgt, dass sie ausstellen können, dass Kataloge gemacht werden, dass sie in Kontakt kommen mit anderen Künstlerinnen, die nicht von uns begleitet werden. Ich habe probiert, einmal zum Zeichnen. Probiert einmal zum Zeichnen. Und dann bin ich, dann bin ich zum Künstler geworden.